Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Und, oh, wieso habe ich ihn jetzt plötzlich im Blackscreen und dann kommt er wieder? Naja. Kann wohl nicht so mit, Freezing, Vollbild und Fenster wechseln Probleme wieder mal. Sie dann auch nur Vollbild umstellen bei Nvidia. Ja, das ist jetzt alles andere als nicht gruselig. Und ich meine mich zu erinnern, dass das diese Stelle war. Also da habe ich dann tatsächlich, da kam ich erstmal nicht weiter und wusste nicht wie und bin dann nur verreckt und dann war mir das auch echt tatsächlich zu gruselig, muss ich sagen. Und ja, wie man hier ja auch sieht, ist das auch nicht so schön hier gerade. Oh, was ist mit dir hier? Man, die machen einen ziemlich fertig hier. Sie scheinen die Waffen auch nicht zu wirken. Nicht so richtig. Völlig strange. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt nicht, wie das, woran ich mich erinnere, wie es weitergeht, aber. Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Okay. Hören Sie, ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Ja, völlig strange. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich diesen Teil von bei diesem Spiel, bei diesem Let's Play schon hinter mir habe, weil der hat mir gar nicht gefallen. Aber ich glaube, jetzt ist dann doch mal langsam die Zeit und jetzt muss ich da vielleicht noch mal durch. Ich glaube, am besten ist man hier irgendwie total schräg durchgerusht, ohne zu wissen, wo man eigentlich hinläuft. Hauptsache, man läuft. Möchtest du mit mir beten? Sie tun mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst.
Ihr versteht, was ich meine. Ich bin Dr. Penny, Frau Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Wind hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Verstehe ich aber auch, wann die auf mich losgehen, wenn er mich da entdeckt hat, ne? An dem komme ich ja einigermaßen gut vorbei, ne? Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das war vernichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Oh, holy shit. Holy shit. Wo häng ich denn da fest, Mann? Ja, das ist halt nicht so dill, ja. Ist jetzt wieder weiter. Was war jetzt los? Also, wenn ich ohne sie klarkommen muss, dann läuft das alles ein bisschen anders. Oh Mann. Oh, sind diese beiden Dinger da kaputt? Okay. Aber du existierst noch, ne? Zieh dich doch mal. Ist ja alles irgendwie machbar, ist ja alles auch schön und gut, aber schön ist das hier nicht. Ganz und gar nicht. Gibt es was, wenn man denn reinkommt? Euch, das macht keinen Spaß, ja. Es ist Zeit, Prophet. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist es? Hoffnung. Ein bisschen Natur, schön. Morgen ist ja deine Operation. Also ist das. Du hoffst immer noch, dass du mitkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? The Prophet.
Ich laufe jetzt einfach irgendwo hier lang. Bin hoffen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber das sieht ja schon mal gut aus. Einst versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Leugnete, dass ich sein Fleisch bin. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Ich meine uns. Die Wölfe mich jagten. War er nicht da. Ja. Dann. Battleship Falls. Okay. Sicherheitszentrum. Hier nichts zu durchsuchen, ne? Gar nichts. Oh doch, hier gibt's Lockpicks wieder. Okay. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott und immer mehr an Luthes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Ich denke, ich weiß, wo wir sind. Sagte ich nicht vorhin noch, da gibt's was, wenn wir da reinkommen? Ich glaube, wir sind da. Aber ich komme nur gerade nicht so hin, ne? Liegt da oben in der Ecke? Bin ich blind? Tatsächlich bin ich blind, da ist es doch. Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst, ja, das ist, denke ich, immer dasselbe. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu 5 wird der Schaden von Waffen erhöht, für 10 Sekunden nach dem letzten Kill zurückgesetzt. Ja, die legen wir an, die klingt gut, ne? Das macht ja richtig was her hier. So, jetzt geht's mal hier oben weiter. Da ist der Schalter. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe.
aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Okay. Tja, dann drück mal den Schalter. Gucken wir mal. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Boah! Geh nur fort, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Leute. Das war aber gerade gar nicht nett. Ja, ein zu viel, ey. Leute. Steht das Ding da hinter mir, ey. Einfach so. Ja, mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Bin ich ja mal gespannt. Sollte mir vielleicht so Maschinengewehre eignen. Die haben ja vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Nicht muss ich da durch diese komische, durch diesen komischen Ort da durch. Da hätte ich ja so gar keine Lust drauf, ne? Ne, ich scheine hier draußen jetzt Krieg führen zu müssen. Feiernaktion. Die Taufe ist die Wiedergeburt der Seele. Aber manchmal steht der Geist ihr im Weg. Gibt der Geist nicht nach, muss man ihn jeder Version seiner selbst aufnehmen. Entweder gibt er dann nach, oder er wird auf ein Nichts reduziert. Das ist doch hier so. Das ist aber unschön hier. Alter, Krematorium hier oder was? Ach du Scheiße. Gut, ich komme ja aber anscheinend weg, ja. Ich soll Fahrstuhl fahren. Morgen kommt die Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Ja, das werden wir jetzt sehen, ne? Glaube ich. Alte Elizabeth. Das werden wir gleich machen, ja. Elizabeth, halt durch!
Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Wir sind die wieder weggehen, wenn man das... Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich habe dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Ob das so richtig ist? Wieso ist sie so alt? Was zur Hölle? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Es liegt aus dem Hauptmenü. Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Ihr zwei da oben! Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine ein! Mit Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Na, irgendwie werde ich jetzt helfen können, oder? Ich muss da rein. So. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Die Maschinen ab.
Er hat einen der Generatoren abgestellt. Wenn wir sie nicht sedieren und er den anderen abstellt, wir sedieren sie nicht. Er wird mein sein, so spricht der Prophet. Ja, so wird das natürlich nix. Ah, du Schande. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wenn Sie Last Bioshock finden, macht's gut oder besser.